Ich sag mal so, kurz nochmal die Mühle waschen lassen. Man glaubt es kaum, das Handy war zu heiß und ist abgestürzt. Streamlabs App, du bist richtig super. Okay, also schon mal nach den ersten 2 Minuten draußen Stream-Test ist das Handy abgeraucht wegen Überhitzung. Richtig toll. Richtig toll. Also die erste Herausforderung draußen, Streamlabs App. Okay, Handy wird wieder ultimativ heiß. Was ein Schmodder. Okay, ich sehe nichts. Tor geht auf. Wie? Okay, ich dachte, das war's. Was sagt der hier? Tor wird geschlossen, bitte ausfahren. Okay. Directly die Lüftung anmachen. Das Handy ist so hot, ey. Ja, ey, ich versuche hier mal von draußen, ich war jetzt gerade mal Auto waschen, aber ich versuche jetzt gerade mal von draußen zu streamen, weil ich Bock habe. Und gehe jetzt ein bisschen an die Sonne, versuche zu streamen, will checken, wie viel Datenvolumen das saugt und so weiter. Und ja, aber nach 30 Sekunden oder so ist mir direkt das Handy ausgegangen, wegen Überhitzung. Also die App scheint super zu sein. Wir böllern jetzt einfach mal nach Potsdam, ab an die Sonne. So, jetzt teste ich es nochmal direkt mit der Twitch-App, Alter. Es kann doch nicht wahr sein, dass hier die ganze Zeit das Ding abzwirbelt hier. Also, dritter Versuch. Wir fahren jetzt einfach nicht nach Potsdam. Ich dachte, wir gehen schnell mal außer Richtung Potsdam, aber da fahren wir 20 Minuten. Now we drive to a very beautiful area in Berlin. I love it. I want to live there, but it's very expensive. Da chillen wir jetzt mal, da haue ich mir mal kurz was zu essen rein und dann gucken wir mal, wo ich weiterhin gehe. Okay, we are angekommen, we arrived. Das ist so ein kleiner, uriger See, wo nicht so viele Leute abhängen, aber man einfach sich mal gemütlich, locker, flockig hinfletzen kann. So, ich gehe mal hier drüben hin. Ich finde ja immer so Bänke super lausig, Alter, aber was soll man machen? Ey, ich bin so gespannt, wie viel Datenvolumen danach weg ist. Oh, da oben legt sich gleich jemand hin. Ey, scheiße, da lag die ganze Zeit einer. Guck mal, der läuft da weg. Der hat seine Matte. Ey, Dicker. Dicker, der lag die ganze Zeit da. Sehe ich jetzt erst, was hängt denn hier? Ey, was ist denn hier für ein spooky Shit? Guck mal, sehe ich jetzt erst, was hier hängt? Ey, weißt du, wie lange ich keine Brennnessel mehr abbekommen habe? Alles nur wegen dem Freak. Ich muss gerade mal das Brennnessel so zecken. Ey, der hat wahrscheinlich wirklich gedacht, mit wem labert der, Digga? Ich hocke hier auf der Bank, hau mir ein Brötchen rein und laber. Fertig, gestern, Longer. Mit der Twitch-App kann man nicht zoomen. Wunderbar. Wir laufen jetzt mal schnell an den anderen Spot da drüben. Das war mein Place to Beat, mein Place to Eat. Eigentlich ging der früher mal noch einen Weg lang. Wir laufen mal weiter an die andere Seite. Habe ich alles. Kennst du das? Wenn du immer denkst, du hast alles vergessen. Tamtix. Sorry, falls ich schön wie ein Rasselpeter. Aber mein Zinke ist dicht. Allergie oder was? Ich kann nicht zoomen mit der Kamera direkt aus Twitch raus. Eigentlich wollte ich ja mit Streamlabs streamen mit der App. Um die ganzen Alerts und so drin zu haben. Aber wahrscheinlich geht es draußen irgendwie nicht. Guck mal hier, der Spot, ey. Ich hoffe, da liegt jetzt keiner. Ey, und ihr seht da drüben die Häuser. Wie geil ist das? Und vor allem hier ist einfach, da wohnt der Dude und hat hier auf jeden Fall sein Ding, sein Paddelboot, Tretboot. Wie geil ist das? Und hier ist halt so, ja, ist gechillt, Alter. Hier ist auch gechillt. Schön. Absolut schön. Sag mal, und halt ist immer noch Berlin, ne? Aber hier ist halt niemand, das feiere ich halt. Hier gibt es ja 1000 Seen und Spots. Ey, guckt euch die Häuslins da drüben an, Alter. Guck mal, wie ruhig das ist. Ist auch so Follow, die Stars, Boom Bang, Abo, Bam, Boom Bang. So,
Ey, guckt euch mal die Straße an. Hier zu wohnen ist doch wie Urlaub. Guckt euch das mal an. Ach halt, wir hätten hier links fahren können, hättet ihr einmal die Nicht-Berliner zur Siegessäule. Wusste, die Sache war so, dass ich vor 3 Stunden einfach mal testen wollte draußen, ob der Stream funktioniert. Und wie viel es an Datenvolumen frisst. Also folgender Plan ist, ich hole jetzt Russe ab. Wir gehen eine halbe Stunde raus, so. Ruaski! Wie geht's dir? Alles gut, Digga? Alles gut. Willst du fahren oder soll ich fahren? Ich wusste aber gar nicht, dass das hier so gechillt ist. Die Stände sind abgebaut, aber hier ist auf jeden Fall noch gut was los. Vom Teilpark Berlin, wo wir hier gerade sind. Vor allem auch geil mit dem Auto hergefahren. Man läuft von hier 5 Minuten her. Vor allem so, fährst du oder ich? Ja, okay, ich war. Was ist eigentlich mit deinem Streaming-PC? Wann wird mal wieder Russki sehen? Counter-Strike wird gezockt auf dem Wahrscheinlich. WoW Classic? Ja, aber so ein paar Meter weiter, also mit Auto 5 Minuten gibt es einen richtig geilen Park. So Volkspark. Korrekt. Wie heißt der jetzt? Ja. Der Park? Volkspark. Volkspark. Aber der Park ist eigentlich groß, aber der teilt sich so teilweise. Man kann jetzt auch in die Richtung da laufen, das ist auch Park. Vielleicht durchläuft, da fängt er wieder an, hier ist so eine Pause und dann geht er wieder weiter. Also mittags ist natürlich ein bisschen geiler, ne? Aber ja, ich merke gerade, jetzt ist halt so ein Ding, man sieht halt gar nichts, ne? Nee. Steps up oder was? Dicker schon. Dicker. Das war leider nicht. Ey, war geil, Mann, auf jeden Fall, mich auch, da war spontan. Toaster schreibt, hau rein. Hauste. Hauste.